So, herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade nur einen ganz, ganz kleinen Cut gemacht. Ich habe zu Jacob gewechselt und habe hier noch ein paar Fähigkeiten gekauft. Und zwar einmal diese und diese. Und da fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich mit Eevee dann auch noch die andere Fähigkeit hier nachkaufen. Okay. So. Und jetzt haben wir nämlich genug Geld, um dieses Gang-Upgrade zu kaufen. Das heißt, die Rooks werden uns auf der Straße nicht mehr angreifen. Das will ich haben. Und jetzt haben wir hier auch noch neue Gürtel, die allerdings schlechter sind. Und Monturen haben wir auch. Revolverheld-Umhänger, das war die, okay. Gut, die kennen wir ja. Naja. Es scheint noch andere. Ah, hier ist auch noch eine. Ja, gut. Okay. Ich würde ganz gern dieses Attentat hier machen. Überdosis. Was ist los, Katze? Den muss ich nachher gleich rauslassen. So. Wir machen uns auf zu unserem nächsten Attentat in Lambeth. Was ist mit dem los? Hallo? Ich dachte, die machen das dann nicht mehr. Hab ich... Nein, halt. Bei den Namen Fry gefriert ihren Feinden das Blut in den Adern. Die Blatters werden in den Straßen keinen Streit mit ihnen anzetteln. Hallo? Ist es vielleicht noch nicht bei allen Blatters angekommen? Dass ich jetzt der Fucker bin hier in der Hood? Hm. Wir sollten vielleicht nochmal bei einem Einkaufsdude vorbeigehen und unsere Messer und so aufstocken. So, alles auffüllen bitte. Können wir nicht, weil wir haben kein Geld. Wurfmesser. Rauchbomben. Kein Geld mehr. Na schön. Wir haben keine Medizin mehr. Das heißt, wir dürfen's nicht verkacken. Sei denn, wir gehen nochmal kurz in den Zug und holen Geld ab. Und da bekommen wir das Zeug auch billiger. Dann halt auf die umständliche Tour. Weil so haben wir jetzt wieder Ladezeiten. Aber gut. Das sieht mit dem Zylinder so cool aus.
Ein Brief. Für mich? Hallo, Fry. Henry Green. Den können wir sprechen. Und tatsächlich. Wir könnten diese Sequenz spielen. Die Suche nach Crawford Starrick und dem Ehensplitter setzt sich auf den gewohnt verschlungenen Pfaden fort. Trotzdem ist Jacob überrascht, als seine Taten die Aufmerksamkeit von Londons größtem kriminellen Meisterhirn erregen, Maxwell Roth. Nein. Wir spielen das schön alles am Stück durch. Da ist Ned. Können wir mit Sie dem Quatsch? Etwas runtergekommen aus Ryan. Ja, danke. Sie sehen auch gut aus. Zug außer Kontrolle. Nee. So. Hier ist der Dude in seiner Werkstatt. Jetzt können wir alles auffüllen. Und haben sogar noch ein bisschen was übrig. Das gefällt mir schon besser. Und jetzt müssen wir wieder ganz nach da unten. Zum Glück ist da ein Aussichtspunkt, an den wir reisen können. Nochmal kurz Ladezeiten. Das heißt, nochmal für mich kurz. Hoppla. Zeit zu trinken. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das heißt, sobald das Spiel mich lässt. Jacob infiltriert die mysteriöse Anstalt von Lambeth, um Dr. Elliotson zur Strecke zu bringen. Das machen wir. Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starricks Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Tschüss, Darwin. Den Aussichtspunkt erreichen? Echt jetzt? Na gut. Den Aussichtspunkt innen. Natürlich. Hallo? So. Wir lassen uns am besten nicht entdecken.
nimmt ihr den Schlüssel ab und feuert sie einfach. Sowas Blödes. Dafür kriegen wir alle Ärger. Wo finde ich jetzt den Doktor? Gute Frage. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Alright. John Elliotson eliminieren, das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Schwester, Infiltrationsgelegenheit, junger Arzt, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Wir werden natürlich die Elektrokonvulsionstherapiesitzung stoppen, keine einzige Kugel abfeuern. Okay, das werden wir in Angriff nehmen. Als erstes die Infiltrationsgelegenheit. Ach, die ist da drin. Ja gut. Da kommen wir ja hin. Hey, Dude. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Ich danke Ihnen, Sir. Na, Sie wissen ja, wo Sie mich finden, Sir. Gehen Sie, Sir. Ich warte hier. Ich habe einfach den falschen Beruf. Ich trage. Muss daran gehindert werden, seine Experimente fortzusetzen. Da oben. Habt ein Auge auf den Burschen! Na. So wird das nix. Na gut. Ich bewusstlos.
Ich darf mit schmutzigen Tricks kämpfen, ich bin alleine. So. Okay, wir haben den Generalschlüssel erhalten. Jetzt müssen wir... nach unten kommen, irgendwie. Ist nichts anderes als die unbestreitbare Effektivität der Medizin der Zukunft. Hey, Dudes. Okay, es muss irgendwo einen Weg nach unten geben. Na komm. Ja gut, das tut mir jetzt leid, dass ihr das mit angucken musstet. Vergesst einfach, dass ich da war. Alles gut. Die Frage ist, wie kommen wir nach unten? So, wir können hier unten durchrutschen. Geht's hier nach unten? Naja, hier nicht. Und da sind wir gerade gekommen.
Doch, natürlich kann ich ihm kommen. Lass nicht von ihm ab! Auf einmal zu! Nice! Okay, der Kill war echt cool. Ich glaube, hier sind wir richtig. Okay, hier sind wir doch nicht richtig. Also wir könnten jetzt hier einfach reingehen und reinstürmen und ihn killen. Aber das wollen wir ja nicht. Jetzt sitzt hier die Katze auf dem Schreibtisch. Pass auf, der kämpft unfair. Los, schlag den Messer. Ich sehe gar nicht, was ich... Ah, jetzt ist die Katze wieder weg. Come on. Hier muss doch irgendwo in den Keller gehen. Der Typ ist ganz klar... in irgendeinem Keller. Aber wie kommen wir da hin? Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Ich werde Miss Nightingale informieren, dass ich nie wieder für diese Anstalt arbeiten werde. Super Idee. Komme ich von außen irgendwie nach unten? Hier waren wir schon. Da war ich noch nicht. Ich glaube, da ist eine Treppe. Nein. Hey, wir haben die Elektrokonvulsionstherapie gestoppt. Da geht's nach unten, Okay. Oh.
So still hier. Was war das? Verdammte. Schau ich mir besser an. Nimm das, du Mistvieh. Was glaubst du, wo du hin? Verdammt. War ein bisschen zu bald. Wie schwer kann es sein, einen verdammten Riss in der Wand zu reparieren? Und komm nicht wieder! Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Ich fürchte, ich muss Sie bitten zu gehen, Sir. Nur autorisiertes Personal. Bitte, gehen Sie. Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Ich fürchte... Schaltet einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. Du gehst, Sir. Nur autorisiertes Personal. Bitte, gehen Sie. Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Wie schwer kann es sein, einen verdammten Riss in der Wand zu reparieren? Und komm nicht wieder! So. Und jetzt? So dreckig. Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht mehr lange und wir können die Gehirne der beiden Proben vergleichen. Und da beide Exemplare eine Neigung zu gewalttätigem Verhalten hatten, sollten wir in bestimmten Bereichen ihrer Gehirne ähnliche Vorstülpungen finden. Leichen tragen doch keine Stiefel. Nein. Nicht so wirklich. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Requiescat cut in pace. Thank you.
Okay. Überdosis abgeschlossen. Die Elektrokonvulsionstherapie-Sitzung haben wir gestoppt. Und wir haben keine einzige Kugel abgefeuert. Und wir haben sogar die beiden Infiltrationsmöglichkeiten genutzt. Sehr geil. Wir haben eine neue Schusswaffe bekommen. Alienson ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Philipp, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir. Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Assassinen? Wir achten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Delicious. Entschuldige die Störung, Novize. Aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otzoberg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet DeCosta ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Okay. Danke für die Info. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit, haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Okay. Das ist schön, wenigstens. Für mich? Wenigstens irgendjemand von der alten Truppe dabei zu haben, also. Rebecca und Sean. Da ja. Wie hieß sie? Julie? Keine Ahnung. Und hier. Desmond, ja, nicht mehr dabei sind. Sequenz 5. Berufsrisiko. John Elliotson ist tot und die Produktion von Starricks Beruhigungssirup wurde eingestellt. Jetzt, da ein Zweig von Starricks Unternehmen ausgeschaltet wurde, will sich Jacob daran machen, die Vorherrschaft des Meistertemplers im Transportwesen zu brechen. Unterdessen geht der Wettlauf um das Eden-Grabtuch weiter und Evie hofft, die Oberhand über ihre Konkurrentin Lucy Thorne zu erringen. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Starrick auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich, um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Starricks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Und Sie, Miss Fry? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Ein Brief. Für mich? So.
Hier haben wir eine neue Eevee-Mission. Wir haben hier Mission für Karl Marx Erinnerung. Genau, die kommen ja auch noch dazu. Charles Dickens, die hatten wir schon. Wir haben eine neue Jacob-Mission in der City of London. Das ist beides in der City of London. Wir haben noch eine neue Eevee-Mission. Und eine neue Mission mit Alexander Graham Bell. Das heißt, wir haben insgesamt 4 neue Hauptmissionen. Und hier gibt's auch noch was. Ihr Messer ist sehr beeindruckend. Noch ein Fähigkeitspunkt. Naja. Okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Ach, den haben wir bekommen. Okay, ja gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss für heute. Jetzt sind wir in Sequenz 5 angekommen und beim nächsten Mal können wir uns dann eine neue Hauptmission raussuchen. Oder vielleicht bei irgendeiner Befreiung oder was weiß ich was weitermachen. Wir haben genug Möglichkeiten. Das Gesicht sieht hart gruselig aus. Okay, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder vielleicht sogar den Kanal abonniert. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, ciao.